Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 13. Spieltag in der zweiten und der 15. Spieltag in der dritten Liga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt auch immer schön fair in den Kommentaren. Leider ist ja jetzt danach erstmal wieder Länderspielpause, deswegen genießt das nochmal. Es sind wie gesagt wieder manche Spiele komplett drin, manche Spiele beleuchte ich nur jeweils mit den Toren. Das hat einfach zeitliche Gründe. Aber jetzt viel Spaß mit der Prognose. Los geht's mit Sandhausen gegen Duisburg. Platz 16 gegen Platz 17. Der SV Sandhausen empfing am Freitagabend den MSV Duisburg und es ging richtig gut los für die Gastgeber. Andrew Wooten in der 12. Spielminute mit dem 1:0 für die Gastgeber, die zuletzt gegen Dresden 3:1 verloren, keine gute Partie machten und dadurch wieder richtig in Not gerieten. Duisburg hingegen konnte das erste Mal zu Hause gewinnen gegen Paderborn, aber diese Euphorie nahm sie nicht mit. 78. Minute Ruri Gislason mit dem 2:0. Es kam noch übler in der 90. Corbinian Vollmann mit dem 3:0 in der Schlussminute. Das verdiente Resultat am Ende für einen sehr guten Auftritt der Sandhäuser. Und Duisburg hingegen muss dann vielleicht die nächsten Punkte wieder zu Hause einfahren. Der SC Paderborn empfing am Freitagabend Holstein Kiel und die Kieler konnten zumindest moralischen Punktgewinn am Ende gegen Ingolstadt feiern. Trotzdem hätte man da sicherlich gerne gewonnen. Jetzt sollten die drei Punkte hier gegen Paderborn eingefahren werden und es war eine richtig gute Anfangsphase der Gäste. Lee mit dem Abschluss, Zingerle ist da und fischt den Ball gerade noch so raus. Richtig gute Möglichkeit in der Frühphase dieser Partie und Holstein Kiel blieb dran. Keine 10 Minuten gespielt, wieder die Gäste, Okugawa auf Lee und der mit dem Abschluss, wieder Zingerle, der den Ball aber nur zum Eckstoß klären kann. Der war nicht so hart geschossen, hätte er vielleicht festhalten können. Und dann kam zu dieser Möglichkeit um zum 0:1. Die verdiente Führung für die Gäste, David Kinzombi mit seinem dritten Saisontor, brachte die Kieler Störche verdient zur frühen Führung. Gute Direktabnahme aus spitzem Winkel, Zingerle steht nicht optimal, muss dann hinter sich greifen. Und die Anfangsphase war noch immer nicht vorbei und es passierte sogar das 2:0. Jaesung Lee in der 14. mit dem 0:2, sein zweites Saisontor. Und das war jetzt richtig bitter für Paderborn, die keine gute erste Hälfte spielten. Das kannte man von der Elf von Steffen Baumgart deutlich besser, vor allem zu Hause, jetzt zuletzt eben schon beim 2:0 gegen Duisburg. Sehr unglücklich die Figur, die sie abgaben. Und so stand es zur Pause 0:2. Ein sehr komischer Auftritt der Gastgeber. Jetzt hatten sie 45 Minuten Zeit, zumindest einen Punkt sich zu erkämpfen. Und das versuchten sie auch, wenn lange Zeit nichts nach vorne wieder zustande kam. Gay auf Ritter. Das ist Tobias Schwede mit dem Abschluss. Aber auch das ist eher zu harmlos. Das bringt einen guten Keeper wie Kenneth Kronholm nicht aus der Fassung. Schlussphase schon in dieser Partie. Und noch einmal wurde es gefährlich, aber Kronholm konnte wieder eingreifen, hielt damit das ganz ungefährdete 2:0 der Gäste fest und Paderborn muss dann am Ende sich geschlagen geben. Absolut verdient. Nach verschlafener Anfangsphase fanden sie dann besser rein, kreierten sich aber zu wenig Torchancen und die Elf rund um Jaesung Lee gewinnt hier verdient mit 2:0. Trotz der Niederlage beim Hamburger Sportverein ist beim 1. FC Köln noch lange nichts verloren. Man steht noch sehr gut da in der Tabelle, trotzdem sollte man langsam wieder anfangen, Dreier einzufahren. Gegen Dresden starteten sie gut in die Partie. Die erste Möglichkeit von Dominik Drexler wurde dann aber von Schubert ohne Probleme pariert. Viertelstunde gespielt, die Kölner waren weiterhin besser im Spiel. Dann hatte auch Terodde die nächste Möglichkeit, aber Dominik Drexler legte gut auf, konnte sich hier den Assist aber nicht sichern, weil Terodde eben nur das Außennetz traf. Blieb weitestgehend unsichtbar gegen den Hamburger SV. Das wollte er hier besser machen. Hier legt er auf Luis Schaub und da ist Terodde, bekommt den Ball wieder und jetzt macht er sein Ding. 14. Saisontor, 24. Spielminute und Simon Terodde war back im Business. Natürlich der Torjäger. Wenn einer knipst für den 1. FC, auch in schwierigen Zeiten, dann eben eher. Halbe Stunde jetzt von der Uhr, dann das erste Mal Dresden unterwegs nach vorne. Die richtig gute Kopfballmöglichkeit von Ebert. Und dann klasse Parade von Horn, wie er da den Arm ausfährt. Das ist Weltklasse, eben der beste Keeper der zweiten Liga. Anschließender Eckstoß, dann Hartmann mit dem Kopfball, der ging aber dann drüber. Das war's mit der ersten Halbzeit. Köln führte mit 1:0, aber sie versäumten es eben nachzulegen nach dem ersten Treffer.
Und so blieb diese Partie für den zweiten Durchgang auch weiterhin offen. Doch erstmal wieder der erste FC. Drexler, sehr auffällige Partie. Girassi, Höger bekommt die Grätsche von Benatelli dann vor dem Fuß den Ball serviert. Der Abschluss ist dann aber nicht so gut, weil Dumic aber auch gut stört und dann besseren Abschluss eben verhindern kann. Stunde gespielt, das ist Baris Artig. Legt auf Moussa Kone ab und der muss in der Situation das Ding machen. Zumindest den Ball aufs Tor bringen. Und so verschenkt man seine Möglichkeiten, auch wenn Timo Horn wohl auch da gewesen wäre. 10 Minuten wiederum später, jetzt Kone auf Artig. Andersrum diesmal diese Kombination und jetzt führte sie auch zum Erfolg. Erstes Saisontor für Baris Artig und was für ein Treffer. Gut reingehämmert, Juan kann nicht mehr reagieren. 5 Stunden noch zu spielen, Köln blieb weiterhin im zweiten Durchgang lange ideenlos. Und das war's dann auch. Hier ganz knapp fliegt Özkan vorbei und es kam nicht mehr vom 1. FC Köln. Die Fans gaben trotzdem ihren Applaus, aber man konnte nicht so richtig zufrieden sein mit diesem Resultat. Dresden sichert sich in Köln einen Punkt. Für ganz kurz war der FC St. Pauli mal wieder Tabellenführer und manchmal fragen sich sicherlich die eigenen Verantwortlichen, wie sie überhaupt dahin gekommen sind, denn das ist jetzt noch keine überragend gespielte Saison der Braun-Weißen. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber trotzdem der Elf von Markus Kautschinski. Henk Fehrmann heute von Beginn an wieder mit dabei, legte ja das 2:1 von Deli gegen Bielefeld auf. Die nächste Möglichkeit wieder Henk Fehrmann und noch nicht ganz geklärt Johannes Flum, wieder Pfosten, Fehrmann macht den Ball rein. Aber er stand dann im Abseits. Eine sehr gute Anfangsphase. Der Gastgeber Heidenheim fand noch nicht so richtig statt bislang, die aber auch auf einem guten 6. Tabellenrang stehen. Nach 12 Spieltagen ist man damit sicherlich absolut zufrieden mit der Arbeit von Frank Schmidt. Aber das ist man ja so oder so. 40. Minute, dann mal Heidenheim nach vorne. Vorstellig. Dove da mit der Flanke. Und plötzlich stand es 0-1. Dennis Tomalla in der 41. Spielminute. Sein zweites Saisontor bringt die schmeichelhafte Führung für die Gäste. Beim letzten Heimspiel verlor St. Pauli schon 0-1 gegen Kiel. Heidenheim gewann zuletzt 1-0 gegen Aue. Und da wollten sie jetzt dran anschließen. Aber weiterhin blieben die Gäste sehr anfällig hinten. Immer wieder gab es Möglichkeiten. Das war jetzt nicht wirklich gefährlich von Richard Neudecker. Müller sieht, dass der Ball deutlich am Kasten vorbeigeht und schaut den dann ins Aus. Jetzt mal Duziak mit diesem Fehler gegen Marc Schnatterer. Marc Schnatterer legt nochmal quer und Kolja Pusch drischt den Ball dann aber auf die Tribüne. Dann aber eine Viertelstunde vor dem Schluss endlich nochmal St. Pauli. Nach vorne gefährlich. Neudecker an den Pfosten und Möller Deli steht dann richtig und staubt ab. Zweiter Treffer also in Folge für die Norweger. Die verdiente Aktion zum 1:1, das war unter dem Strich wirklich in Ordnung, dass jetzt das 1:1 fiel, weil Heidenheim nach vorne weiterhin zu wenig tat. St. Pauli viel investierte und jetzt konnten sie sich dafür belohnen. Aber die Partie war noch nicht vorbei. Nochmal die Heidenheimer. Marc Schnatterer mit der Flanke. Bubala kann es erstmal klären, doch Griesbeck macht es nochmal heiß. Und da ist Kolja Pusch mit dem Lucky Punch in der 88. Spielminute. Sein erstes Saisontor und was für eins. Perfekte Abnahme. Oben links in den Winkel. Für Himmelmann nicht zu halten. Hatte St. Pauli nochmal eine Aktion. Sie sind ja dafür bekannt, in der Schlussphase zu treffen. Und hier kam sie nochmal. Fehrmann, Möller, Deli. Aber Kevin Müller hält den Ball. Und damit auch das 2:1 fest. Also sehr glücklicher Sieg für die Gäste. Und der FC St. Pauli verliert zum zweiten Mal in Folge zu Hause. Sehr unglücklich, aber nichtsdestotrotz steht die zweite Niederlage in Folge auf eigenem Platz. Und so wird man sich da oben sicherlich sehr, sehr schwer halten können. Die Tabellenführung, der Sieg gegen den 1. FC Köln beim Hamburger Sportverein könnte es unter Hannes Wolf in den letzten Wochen durchaus schlechter laufen. Und auch hier gegen Aue waren sie die bessere Mannschaft in der Anfangsphase. Das ist Mangala mit dem Abschluss, trifft aber nur das Außennetz. Guter Ball von Holtby in den 16er. Mennel ist froh, dass er da nicht eingreifen muss. Aber weiterhin der HSV richtig stark in der Partie. Douglas Santos da mit der Flanke und Luis Holtby per Kopf. 11. Spielminute und bereits die verdiente Führung für die Gäste. Spitzer Winkel, der darf da eigentlich nicht einschlagen, macht er trotzdem und so führen eben
die Hamburger. Nach einer Viertelstunde das erste Mal Aue mit dem Ansatz einer Tormöglichkeit. Van Drongelen stellte aber den Körper rein. Sah dann nach hier einem Freistoß bzw. nach einem Foul die gelbe Karte. Der Freistoß danach war dann ungefährlich. Der Kopfball von Riese aber abgefangen von Pollersbeck. Es stand zur Pause 0:1. Verdiente Führung für den HSV, der jetzt zum Schluss der ersten Halbzeit aber so ein bisschen Leine ließ für Aue. Und das führte sich erstmal im zweiten Durchgang sofort. Hochscheid mit der flachen Flanke und Dennis Kempe macht den Ausgleich. 53. Spielminute, tatsächlich der Treffer für die Lila Veilchen. Gut gespielt und dann für Pollersbeck nichts mehr zu halten. Der HSV wollte gleich antworten. Flanke von der linken Seite, das ist eine gute. Und zwar auf Khaled Naray, der steht im 16er in der Luft. Aus knapp 11 Metern kriegt er den Ball, aber nicht so perfekt platziert, dass der für Männel gefährlich hätte werden können. Doch der HSV übernahm jetzt mehr und mehr die Verantwortung, wollte hier unbedingt den Dreier einfahren. Douglas Santos mit der Flanke und diesmal ist Naray wieder da, diesmal wieder mit dem Kopf. Diesmal sitzt der Ball aber. Viertes Saisontor für den Ex-Fürther. Und wiederum jetzt die verdiente Führung für den HSV. Kurze Phase, die sie nicht gut spielten vor und nach der Pause. Jetzt waren sie wieder da. Aber eine Möglichkeit gab es noch für die Gastgeber. Dennis Kempe über die linke Seite hat gar keinen Gegnerdruck und Hochscheid kommt zum Abschluss. Doch Pollersbeck kann das Ganze klären, fängt den Ball ab bzw. pariert den Ball im kurzen Eck, wehrt ihn zum Eckstoß. Aus dem passierte dann nichts mehr. Der Hamburger Sportverein bleibt damit weiterhin siegreich unter Hannes Wolf, kassierten jetzt zwar den ersten Gegentreffer in der zweiten Liga unter ihm, aber damit werden sie leben können, wenn sie trotzdem die Punkte einfahren. Union Berlin gegen Greuther Fürth, das ist sicherlich eine Spitzenpartie am 13. Spieltag der zweiten Bundesliga und die Eisernen noch immer ungeschlagen, starteten hier richtig gut rein in diese Partie. Ryerson auf Gogia, auf dem zweiten Pfosten steht Andersson und der köpft das 1:0 in der fünften Spielminute. Sein fünftes Saisontor, steigt am zweiten Pfosten am höchsten und Burchardt aus kurzer Distanz dann geschlagen. Nur wenig später die nächste Möglichkeit, das nächste Tor, 2:0 für Union. Florian Hübner per Kopf, sein zweites Saisontor, brachte hier die 2:0-Führung für Union Berlin. Greuther führt hier sehr unaufgeräumt. Zu Beginn der Partie lagen ja auch gegen Bochum 2:0 zurück. Kämpfen sich am Ende nochmal dran mit einem Last-Minute-Ausgleich von Keita Ruel. Brachten sie sich wieder ins Gespräch. Das ist unglücklich. Kelly Drury fälscht ab. Der Ball ging dadurch dann zu einfach ins Tor. Vor der Pause aber dann mal die Gäste. Julian Green ist das. Bringt den Ball auf Tobias Mohr. Und der ist gar nicht verkehrt, dieser Abschluss. Aber eben auch am Kasten vorbei. Nicht der gewünschte Lohn für eine aber auch nicht so gute Partie der Gäste. Jetzt kam sie Guga nicht, aber auch das ist relativ harmlos. Dieser Abschluss geht so weit vorbei. Da lohnt es sich nicht einmal eine Wiederholung von anzuschauen. Jetzt wurden sie aber gefährlicher, weil Hübner diesen Fehler machte. Das ist Keita Ruel. Daniel Keita Ruel! Was für ein Treffer in der 66. Spielminute. Damit bringt er Greuther Fürth wieder zurück. Gikiewicz ist absolut ohne Chance. Traumhafter Abschluss von Keita Ruel. Aber lange kam zwar im zweiten Durchgang nichts von Union Berlin, aber so meldet man sich dann zurück. Sechstes Saisontor für Andersson. Wieder abgefälscht. Sehr unglücklich. Doch Greuther Fürth gab sich nicht auf. Das ist Atanga, der den Fehler von Gikiewicz diesmal ausnutzen kann. In der 87. Spielminute brachte er die Gäste wieder ran. 3:2. Und nochmal Hoffnung für die Elf von Damir Buric mitnichten, denn danach kam nichts mehr. Union Berlin zittert sich zum fünften Saisonsieg, fährt damit die Punkte 21, 22 und 23 ein, grüßt damit weiterhin von einem sehr guten Tabellenrang, da ganz oben in der Tabellenhälfte. Und ja, unter dem Strich geht dieses 3:2 aber auch in Ordnung. Die Schanzer sind immer noch ohne Sieg unter Alexander Nuri und der war kurz davor am letzten Wochenende gegen Kiel, aber ein 2:2 in der 88. Minute brachte dann wieder nur einen Punkt mit nach Hause. Und jetzt kamen die Bielefelder, die auch nicht so gut drauf sind. In den letzten Spielen konnten sie nie was reißen. Jetzt in der 12. Minute machten sie nach einem Standard das 1:0. Julian Börner per Kopf
steigt am ersten Pfosten am höchsten und markierte so den Führungstreffer. Und die Bielefelder ließen sich davon euphorisieren. Kerschbaumer, Neumann sehr nervös und das ist dann Vogelsammer, der ist dazwischen. Prietl trifft aber nur das Aluminium. Sehr nervöse Phase jetzt bei Ingolstadt. Und die Verunsicherung war definitiv spürbar. Halbe Stunde jetzt knapp von der Uhr und Bielefeld wurde stärker, noch stärker als sowieso schon. Und Johann Simon Edmundsson in der 31. Minute mit dem 0:2. Traumtor vom Mann der Färöer Inseln. Nicht zu halten für Philipp Herwagen. Jetzt endlich mal Ingolstadt. Da ist viel Platz über die rechte Seite. Lukas Fröcher auf Ananu. Ananu trifft aber nur das Außennetz. Unglückliche Aktion. Da wäre deutlich mehr drin gewesen in dieser Situation. Klevin hat Glück, dass er da nicht eingreifen muss. Zweiter Durchgang. Ingolstadt wollte das schnelle 2:1. Osawa auf Paulo Ottavio. Aber wieder Klevin dazwischen. Zu unplatziert dieser Schuss. Das 1:2 hätte jetzt langsam mal hergemusst, um vielleicht hier sogar noch einen Dreier einfahren zu können. Auch Bielefeld strotzt ja nicht so vor Selbstbewusstsein. Aber Ingolstadt ließ immer wieder Angriffe der Gäste zu. Gimba kommt hier nicht gegen Weihrauch richtig zum Zweikampf. Dann ist Vogelsammer da in der Mitte, aber den verreißt er dann noch recht deutlich und langsam lief den Ingolstädtern aber die Zeit davon. Kam sie nochmal, 85. Minute, Röcher legt durch auf Osawe, aber der trifft auch nur das Außennetz und so verlieren die Schanzer schon wieder. Achte Niederlage im 13. Spiel, erst einen Saisonsieg und mit dieser Bilanz kann man den letzten Tabellenplatz einfach nicht verlassen und Bielefeld nach langer Sieglosserie sind sie endlich mal wieder erfolgreich. Magdeburg kam gegen Regensburg nach 19 Spielminuten zur 1:0-Führung. Man wollte jetzt den zweiten Saisonsieg einfahren. Alexander Injowski brachte sie erstmal auf die Siegerstraße. Und in der 77. Minute machte Christian Beck auch das 2:0. Und die Elf von Achim Bayerlorzer geriet dadurch unter ziemlichen Druck, denn die Zeit lief ja eben davon. Beim letzten Auswärtsspiel konnten sie aber in der Schlussminute gegen Bochum noch einen Punkt retten. Adamian brachte in der 87. Minute auch das 2:1. Und damit die Möglichkeit, sogar doch noch was mitzunehmen. Bruns weiß nicht, ob er rauskommen soll. Sieht dann am Ende unglücklich aus, weil er getunnelt wird. So stand es dann 2:1 bis zur 94. Minute. Denn dann kam nochmal Regensburg und tatsächlich auch das 2:2. Jan George in der 94. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Extrem bitter für Magdeburg, die in der Schlussminute um die gute Arbeit gebracht werden. Nehmen nur einen Punkt mit und Regensburg wird damit sehr gut leben können. Magdeburg hingegen ist damit extrem enttäuscht. Der VfL Bochum schenkte mal wieder in der Schlussminute gegen Fürth Punkte her. Hier lagen sie durch Marcel Heller früh zurück in der Partie, aber vor der Pause konnten sie nochmal zurückstechen. Lukas Hinterseher mit dem 1:1 in der 43. Spielminute machte das hier sensationell. Guter Abschluss, keine Parade von Heuer Fernandes. Dieser Welt kann den noch rausfischen. In der 60. Minute Chung-Yong Lee mit dem 2:1 für den VfL Bochum. Weil die Darmstädter nicht so richtig gut in der Partie waren, zuletzt beim 3:1 gegen Magdeburg, war man da deutlich besser drauf. Fabian Holland fehlte und das merkte man auch in der Verteidigung, denn in der 79. Minute fiel dann über diese linke Seite eben auch das entscheidende 3:1. Sydney Sam mit dem Treffer und Heuer Fernandes zum dritten Mal eben geschlagen an diesem Montagabend. Darmstadt verliert mit 3:1 beim VfL Bochum. Aktuell spielen die Würzburger Kickers nicht das Niveau, was sie eigentlich zu spielen in der Lage sind. Und hier gehen sie durch ein Tor von Katialis in der 60. Minute mit 0:1 in Rückstand und dabei blieb es am Ende auch. Würzburg verliert zum Auftakt des 15. Spieltages mit 0:1 gegen den FSV Zwickau. Natürlich waren es bislang auch keine einfachen Aufgaben für André Schubert bei seinem neuen Verein, aber irgendwann muss man zu Hause oder auswärts auch mal die Punkte holen. Hier starteten sie gegen den KFC Uerdingen, aber richtig gut. Dritte Spielminute, Philipp Hofmann mit dem 1:0 in der 6. Spielminute. Die Uerdinger ja zuletzt auch nicht so richtig gut drauf gewesen, verloren in letzter Minute am Montagabend
gegen den VfL Osnabrück. Erholten sich von diesem Rückschlag dann aber doch relativ schnell. Das ist Kefke, legt zurück auf Aigner. Krempicki, der mit dabei war für den gesperrten Maximilian Beister, mit der ersten richtig guten Möglichkeit. 7 Minuten waren da gerade mal gespielt. Es deutete sich eine spannende Partie mit vielen Möglichkeiten an. Und auch Braunschweig spielte weiterhin sehr positiv nach vorne. Das ist wieder mal Philipp Hofmann. Und so schlecht war dieser Schuss aus zweiter Reihe gar nicht. Geht dann aber doch am Kasten vorbei, beziehungsweise drüber. Halbe Stunde jetzt gespielt und dann schlugen die Krefelder zu. Stefan Aigner, 7. Saisontor für ihn. Der Ausgleichstreffer, scharfe Hereingabe von der rechten Seite, hält den Fuß hin, steht dann relativ frei und Kruse kann nichts mehr machen. Also das 1:1 zur Pause, sicherlich das verdiente Resultat in einer unterhaltsamen Drittligapartie. Jetzt wurde Uerdingen aber stärker. Sie möchten ihre gute Position in der Tabelle nicht gänzlich verspielen. Man könnte ja mit einem Sieg wieder oben gut rankommen. Man ist jetzt aus den Abstiegsrängen gerutscht. Hier ist es aber erstmal Krempicki, der ganz haarscharf am Tor von Lukas Kruse vorbeizog. Stunde jetzt gespielt und Braunschweig igelte sich hinten ein, spielte gar nicht mehr nach vorne. Und wieder Krempicki, der auffälligste bei Uerdingen. Aber auch Lukas Kruse mit einer richtig guten Partie musste hier mehr und mehr für seine Vordermänner rausholen, die einfach nicht mehr gut und konsequent verteidigen konnten. 67. Minute, jetzt ein Eckstoß von der rechten Seite. Stefan Aigner steht da bereit. Das ist der Kopfball von Kefke. Kruse wehrt ab, aber Großkreuz macht dann den Abstauber in der 67. Minute. Das erste Saisontor für den Weltmeister. Drischt das Ding aus kürzester Distanz über die Linie aus Spitzenwinkel. Muss man auch erstmal so machen. Und von Braunschweig kam jetzt leider auch weiterhin nichts mehr. Nachspielzeit schon nochmal Uerdingen, Ibrahimay, da der Abschluss von Aigner aber zu ungefährlich. Ein Kamsa war dazwischen und trotzdem, es war egal. Uerdingen gewinnt hier mit 2:1 gegen Braunschweiger, die mal wieder enttäuschten, richtig gut in die Partie fanden, aber dann mehr und mehr nachließen. Und so verlieren sie zum 8. Mal in dieser Saison, stehen damit weiterhin am Tabellenplatz Nummer 20. Beim Spiel Aalen gegen den VfL Osnabrück gab es leider keine Tore, aber die Gäste hatten richtig gute Möglichkeiten. Wir zeigen hier mal die beiden besten, aber es war auch ein bisschen Pech dabei und so trennen sich Aalen und Osnabrück am Ende torlos 0:0. Der TSV 1860 München steht aktuell in der Tabellenhälfte, genau in der Mitte, Platz 10 ist es da. Jetzt wollten sie gegen den Halleschen FC mal wieder gewinnen und es ging perfekt los. 8. Spielminute, Adriano Grimaldi. Mit seinem 5. Saisontreffer brachte er die Münchner Löwen mit 1:0 in Führung. Doch die hielt nicht sonderlich lange. 25. Minute, Halle mit der Flanke, Manu bringt den rein und Matthias Fetsch mit dem Ausgleich. 26. Spielminute und jetzt wurde diese Partie richtig wild. Eine Achterbahnfahrt wäre dagegen ein ganz leichtes zu verkraftendes Ziel oder Aktivitätsmuster gewesen, denn jetzt wurde es wirklich torreich. Sohm, Warshausen auf Ajani, Ajani auf Matthias Fetsch und der mit dem 2:1 in der 30. Spielminute. 6. Saisontor, Doppelpack von Fetsch, brachte die Gäste in Führung. Doch 1860 wurde jetzt auch wieder stärker, etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Herbert Paul mit der Flanke, Lacazette ist das mit Grimaldi, findet er genau den richtigen in der Mitte, 2:2. In der 34. Spielminute, sein 6. Saisontor. Doppelpack also auch am heutigen Tage. Nichts mehr zu parieren, es stand 2:2. Dann so mit diesem Fehler, wieder 1860 gefährlich. Herbert Paul wieder mit der Vorlage. Und Efkan Bekirolu mit dem 3:2 in der 40. Spielminute. 3. Saisontor für den zentraloffensiven Mittelfeldspieler. Es stand zur Pause 3:2. Eine spektakuläre Partie. Grimaldi und Fetsch trafen doppelt und eben Bekirolu in der 40. mit dem 3:2. Und es ging spektakulär weiter im zweiten Durchgang. Bekirolu sieht Herbert Paul und diesmal macht das selber. 3. Saisontor für ihn. 57. Minute. Und es stand jetzt bereits 4:2. Und Halle drohte jetzt unterzugehen. Denn sie kam wieder und wieder ist es Herbert Paul, der rechte Verteidiger normalerweise, mit seinem 4. Saisontreffer markiert hier das 5:2 und das war dann auch die Entscheidung. Was für eine spektakuläre Partie. Es ging hin und her
und es war bereits der 7. Treffer nach über einer knappen gespielten Stunde. Doch ganz gab sich Halle nicht auf und sie kam in der 79. Minute durch Braden Manu zum 5:3. Konnten sie jetzt nochmal Hoffnung schöpfen zum 5:5? Nein, stattdessen 18:60 nochmal aktiv nach vorne. Eisele, Lacazette und Grimaldi an die Latte. Pech in der Situation, doch Mölders macht es dann und macht das 6:3. Viertes Saisontor. Und so endet eine spektakuläre Partie mit 6:3. Die Münchner Löwen sind die verdienten Sieger, erzielen hier wirklich 6 Tore an diesem Nachmittag. Nach hinten sind sicherlich auch die ein oder anderen Fragen eröffnet worden. Trotzdem kann man damit unter dem Strich leben. Wenn man 6 Tore macht, kann man sich eigentlich nicht beklagen als 68 München-Fan. Und unter dem Strich geht es darum, die 3 Punkte einzufahren. Und das haben sie an diesem Nachmittag getan. Der KSC steht sehr weit oben in der Tabelle. Jetzt gerieten sie gegen Meppen, aber in der 27. Spielminute in Rückstand. Vidovic mit dem perfekt gesetzten Kopfball. Der schlägt am zweiten Pfosten ein. Nicht zu halten für Uphoff, der ist perfekt platziert. Und ist lange unterwegs, fliegt dann aber da rein. Wenn da kein Verteidiger steht am zweiten Pfosten, dann ist man da eben machtlos als Keeper. Und so blieb es lange in dieser Partie. Es gab aber in der 92. Minute einen Strafstoß und Anton Fink, der Routinier, behielt die Nerven und fuhr zumindest den einen Punkt für den KSC ein. Der war unter dem Strich auch verdient. Mehr war aber nicht drin. Trotzdem moralisch sicherlich ein Sieg für die Karlsruher, auch wenn sie hier gerne gewonnen hätten. Im Ostseestadion war der erste FC Kaiserslautern zu Gast. Der FC Hansa Rostock wollte nach dem 1:1 gegen Jena wieder gewinnen. In der 93. Minute kassierten sie da noch den Ausgleich. Die erste Möglichkeit gehörte aber hier den roten Teufeln. Bergmann ist das per Kopf nach 4 Spielminuten, aber deutlich zu harmlos und zu weit am Kasten vorbei. Doch die roten Teufel waren besser in der Partie. Das ist Bergmann weiterhin sehr auffällig. Guter Pall. Ball dann in die Schnittstelle. Hendrik Zug trifft aber nur den Außenpfosten. Unglückliche Aktion. Gelios wäre in der kurzen Ecke sonst aber vermutlich auch zur Stelle gewesen. Jetzt kam auch mal die Rostocker nach vorne. Zumindest versuchten sie es erstmal geklärt, aber nur halbherzig. Merveli Biancardi bringt den Schuss dann auch zustande. Ist lange unterwegs, zu schwach geschossen und dann eben auch am Kasten vorbei. Damit bringt man niemanden wirklich aus der Ruhe. Vor der Pause aber nochmal die in blau gekleideten Gastgeber. Vanevec über die rechte Seite. Super Flanke und da ist Hildebrand mit der besten Möglichkeit für Rostock in der ersten Halbzeit. Ganz knapp scheitert er hier. Hesel hat Glück, dass er da nicht eingreifen muss. Das war ein super Kopfball eben von Hildebrand. Es stand zur Pause 0:0. Auch wenn es durchaus die ein oder andere Möglichkeit gab, es war eine verdiente Pausen-Zwischenbilanz, die man hier ziehen konnte. Jetzt wurde aber Kaiserslautern wieder besser. Gelios musste eingreifen. Super Abschluss auch von Hemlein, aber auch klasse pariert. Mit der rechten flachen Hand klärte er zur Ecke. Doch Kaiserslautern wurde stärker und wollte hier unbedingt den Dreier einfahren im Ostseestadion. Man steht ja aktuell noch hinter Hansa Rostock. Mit einem Sieg würde sich das ändern. Thiele auf Hemlein und jetzt macht er sein Ding. Drittes Saisontor für Christoph Hemlein, 62. Spielminute. Die verdiente Führung für den FCK. Super Stimmung von den Gastgeberfans, aber auch von den Gästen. Eine traditionsreiche Partie, die jetzt den ersten Treffer des Tages begutachten konnte. Klasse Abschluss. Da ist einfach mit so viel Wucht dahinter nichts mehr zu parieren. Und jetzt wurde es nochmal spannend am Ende. Rostock wollte unbedingt einen Punkt. Aber Kaiserslautern kam dadurch immer wieder zu Möglichkeiten. Timmy Thiele nochmal auf Bergmann. Der Abschluss von Löhmannsröben trifft aber nur das Außennetz. Und dann war es das tatsächlich. Auch Rostock schaffte nicht mehr so viel nach vorne zu bringen im zweiten Durchgang. Verliert verdient mit 0:1. Müssen sich gegen starke Lauterer 1:0 geschlagen geben. Christoph Hemlein in der 62. Spielminute erzielte er das Tor des Tages. Schauen wir auf die restlichen 4 Partien dann noch im Schnelldurchlauf. Energie Cottbus gegen Lotte in der 6. Minute ein Strafstoß von Viteriti zum 1:0 für die Gastgeber, die zuletzt
beim 2:0 auf dem Betzenberg absolut überzeugen konnten. Das wurde jedoch von Lotte noch ausgeglichen in der 17. Spielminute. Gerrit Wehkamp mit dem 1:1, der Top-Torjäger der Lotte, der jetzt wirklich wieder seine Torjägersträhne gefunden zu haben scheint, markierte den 1:1 Endstand. Denn viel Spektakuläres passierte in dieser Partie dann nicht mehr. Cottbus, Lotte trennen sich 1:1. Unterhaching gegen Fortuna Köln 0:1 in der 58. Spielminute von Robin Scheu. Fortuna Köln verlor ja zuletzt 0:7 gegen Wien Wiesbaden. Da hatten sie einiges wieder gut zu machen. Unterhaching entführte einen Punkt aus Zwickau beim 2:2. Es gab das 2:0 von Hamdi Damani in der 70. Unterhaching war nicht wirklich gut aufgelegt an diesem Nachmittag. Ein rabenschwarzer Tag für die Gastgeber. Und 5 Minuten später gab es nochmal Hamdi Damani. Doppelpack vom zentraloffensiven Mittelfeldspieler, machte damit alles klar. 0:3 verliert tatsächlich Unterhaching und Fortuna Köln regeneriert sich nach dem 0:7 gegen Wien Wiesbaden. Bei Groß Asbach gegen Münster war es Timo Röttger in der 18. Spielminute, der zum 1:0 treffen konnte. Per sehenswerten Seitfallzieher hämmerte er den Ball aus kürzester Distanz unhaltbar für Schulze Niehaus in die Maschen. Da konnte er sich freuen. Es war aber nicht das letzte Tor des Tages, denn in der 43. Minute machte Rufat Dadaschow noch den Ausgleichstreffer per Kopf aus Spitzenwinkel ins kurze Eck rein. Broll sieht nicht so ganz glücklich aus, muss hinter sich greifen. Am Ende geht diese Partie zwischen Groß Asbach und Preußen Münster absolut verdient mit 1:1 zu Ende. Schauen wir auf das letzte Spiel des Spieltages. Wien Wiesbaden gegen Carl Zeiss Jena. Julian Günther Schmidt in der 19. Spielminute mit dem 0:1. Schwer zu halten für Kolke, auch wenn er im spitzen Winkel einschlägt. Der war hammerhart draufgedroschen. In der 32. Minute dann aber dieser Bock von Joe Coppens. Manuel Schäffler, ein Top-Torjäger, nutzt das aus. Nimmt den Ball an, schießt ihn dann direkt. Tunnelt auch noch sein Verteidiger in allem Überfluss. Bitter aber für Coppens, dass er sich da so einen Bock leistete. 2:1. Dann noch durch Niklas Schmidt in der 86. Minute. Und das war dann auch das Endergebnis. Per Kopf ist er hier erfolgreich. Bringt den Ball in die Maschen. Und so bringt sich Carl Zeiss Jena am Ende um einen guten Lohn. Sie machten eine gute Auswärtspartie an diesem Montagabend zum Abschluss des 15. Spieltages. Aber wurden dann kurz vor Schluss durch Niklas Schmidt dann doch noch bestraft. Jo, hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse im Überblick. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den Kommentaren fleißig mittippen würdet. Ansonsten Daumen nach oben oder Abo würde mich wie immer natürlich freuen. Naja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.